So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Was haben wir denn hier? Ein Auspuff. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß und ich muss ihn irgendwie... Hier gibt's einen Tank... Solange der Generator... Ich... Gehen wir mal gucken, was hier so ist. Eine Pumpe! Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super! Was sagt man da? Jetzt kann ich endlich meine Futter, meine Zähne putzen. Oder die Blumen gießen, die ich dem Wald... Als ob... Ein kaputter Sender. Natürlich! Da stecken wir uns einfach so da rein. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Gehen wir mal hier hoch. Dann wollen wir mal. Okay. Aua. Bedeutet, ich denke mal, wir müssen einen Blitzableiter bauen. Hervorragend. Alles, was jetzt noch fehlt, und Phase 2 bis voraussichtlich 12. Diese Fackel, alles, was jetzt... Und ich brauche Docs Hilfe nicht, um dieses... So, was haben wir denn jetzt? Andererseits kann er ruhig auch mal... So, Doc... Ah, gibt es schon eine Ich arbeite dran. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Da kann ich dir nicht arbeiten. Ich habe es lieb. Jeder ist es. Und macht... Ich mach... Halte mich... Kann dein Bose noch was? Eigentlich ist Captain... Über deine Beförderung können wir später... Erstmal habe ich ein... Was ist das hier? Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Ja, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser. Das Letzte, was wir jetzt brauchen... Das ist vielleicht das Letzte, was... Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Rote Beete und Belehrungen. Zurück an die... Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Yo. So. Wir gehen wieder raus. Können wir das... Fangen nicht. Das ist der perfekte Platz oder vom Blitz, aber es ist ein denkbar... Das ist der oder vom Blitz, aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um mein... Diese Fackel passt alles, was jetzt nach Fundphase 2...
Was können wir denn mit der Pumpe großartig anfangen? Aus dem Hahn kommt nur Öl. Na super. Was sagt man? Jetzt kann ich entweder meine oder die. Ich bin nicht hier um im Gegend. Wir sind immerhin mitten. Ich muss meine Sache, ich will ja ein oder wofür auch immer. Ist das dein Ernst? Was kann denn Goal dazu sagen? Hey Goal, alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier, was? Das macht dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. So. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also, die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die, Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ach, und ich hätte wetten können, dass es etwas mit diesem kaputten Kasten hier zu tun hat. Den man unter Profis auch Elektroeinlage nennt. Du trägst Einlagen? Nicht um größer zu wirken, falls du das denkst. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach. Du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja. Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst, fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser oder mir einen Regenschuh fährst? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm? Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum? Aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Ich habe einen Plan. Ja, was spräche da? Also mach... Himmel, für Wiener... Für oder Rufo... Gut so. Nee. Zu... Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was... Ich habe den Sendur... Na, Klock hat ja auch... hat nur ein wenig... So wie die Amme, die dich bei deiner Geburt hat fallen lassen. Sie hat die Nabelschnur gekappt. Gefallen bin ich ganz allein. Ich habe den Du, so wie die... Hey, Baby. Ich kenne dich lange genug, um diese Frage kategorisch mit Nein zu... Ich könnte höchstens versuchen, jetzt mal so zwei, dreimal hintereinander. Aber ich bin der Meinung, das wird anders gelöst. Aber schauen wir erstmal. Aua. Dann. Aua. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel... Autsch! Solange der Generator... Ich muss ihn irgendwie... Ja, es wird wirklich höchste Zeit. Es wird wirklich... Hier gibt's ein... Autsch! Solange der Generator... Ich muss ihn... Es wird wirklich... Aber wie? Wie kriegen wir den jetzt ausgeschaltet? Ich würde sagen, wir speichern erstmal zwischen. Ist ja auch schon eine Weile her. Und gehen auf weiterspielen.
So. Ich weiß ja nicht. Irgendwie fehlt hier was. Wie sollen wir sonst den Kutter fortbewegen? Das ist Kutter. Klar, wie sollen wir den Kutter sonst fortbewegen? Mensch, Don. Hör mal, du hast auch manchmal... wir müssen uns den Blitzableiter bauen. Uns fehlen aber Teile, denn der Dieselmotor ist auch an und den kriegen wir nicht aus. Wir haben noch Porta Fisco. Und wenn hier noch... Ich weiß nicht, schauen wir mal eben vor dran vorbei. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? So, ein Stromumkehrer, ein Brennen... Oh, ein brennendes Fass. Wir brauchen Feuer, haben wir doch gesagt, wa? Feuer können wir auch in der Tasche mitschleppen, das kriegen wir immer irgendwie hin. So, die Stromumkehrer können wir bestimmt auch noch einsammeln. So, was macht denn Goal hier? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist der Typ dahin. Thema beendet. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Keine Spur von Donago. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. So, ich würde sagen, gucken wir einmal da rein. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und... noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein,
Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Wie war? Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem unausweichlich. Es sind leckere. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Dann nehmen wir die Bananen einfach mit. Es ist der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt. Ich kann dein Na los. Nein. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Na los. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Also cool. So, wer ist Goon? Gucken wir doch mal, was Goon so macht und kann. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Oh, das ist Gronkh! Ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Oder? Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon das ist Gronkh! Was macht der denn hier drinnen? Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee. Och bitte mach das nicht. Hey ho, Digga. Was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt? Und jetzt willst du mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also,
Was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Was haben wir denn hier? Eine... Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Na, was haben wir denn da? Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbaut. Oh, Stromumkehrer, da haben wir von einen. Passt. So, Klappe zu. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ah, okay. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Fett? Moment. Wir haben doch... Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Oh Gott, mathematisch? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ja, aber... Was... Warum kriege ich bei einem Klopfzeichen diese Beschreibung? Das ist so... deprimierend. Ja, aber kann man nicht irgendwie anders was machen? Wie soll man denn mathematisch irgendwas? Nee.